So, und da begrüße ich alle nochmal recht herzlich zum heutigen JFD-Workshop Trenddefinition, das Thema schlechthin. Und da möchte ich Sie heute ein Stück weit an die Hand nehmen, um einerseits die Slides des letzten Monats nochmal durchzuschauen und dann darüber hinaus auch ein bisschen Live-Charting zu betreiben, um praktisch mal über den Tellerrand zu schauen, um zu sehen, was sagt das große Bild zum DAX, zum S&P 500, vielleicht auch das ein oder andere Währungspaar. Aber grundsätzlich soll es ja heute hier darum gehen, von Anfang an richtig machen. Also der Trend ist mal mega wichtig, um eben festzustellen überhaupt, in welche Richtung will ich mich denn positionieren, gegen den Trend, mit dem Trend. Das sind viele, viele Fragen, die dem einen oder anderen Marktteilnehmer nicht neu sind, aber viele andere, sage ich mal, orakeln in einen Chart hinein, ohne genau zu wissen, wo ist denn eigentlich hier die Grundtendenz. Deswegen die Trenddefinition, das A und O. Und da freue ich mich, Ihnen heute mal ein Stück weit was näher bringen zu können. Lassen Sie mich ein paar Slides aufführen. Wie gesagt, wir arbeiten uns durch das Thema wie im letzten Monat, heute ein bisschen schneller, damit wir eben hier auch die Teilnehmer, die das letzte Mal dabei waren, vielleicht mal hier eine Meldung ganz kurz, nur mal grob. Ich kann es eh nicht komplett überblicken, der Raum ist schön voll. Das freut mich auf jeden Fall, dass wir so viele Teilnehmer sind, aber Frage, wer von Ihnen war im letzten Monat dabei? Ja, also ich kann das namentlich jetzt hier nicht durch Trennen unterscheiden. Also wer nicht dabei war, einfach mal reinhauen. Damit ich das mal grob sehe, ja, wie viele Teilnehmer hier sozusagen das letzte Mal nicht dabei waren. Also noch schon einige. Ja, okay, gut, dann werden wir eben die Folien, wie gesagt, einfach mal reinhauen, damit ich jetzt mal sehe, wie viele dabei waren. Wie gesagt, eine Wiederholung als solches schadet nie, denn hier geht es, wie gesagt, ums Grundprinzip eigentlich, um das Grundverständnis der ganzen Geschichten. Und ich selbst, kleiner Hinweis an dieser Stelle, werde auch dieses Jahr nochmal ein Rainbow Trading Seminar machen, wo wir genau das Thema mit solchen bunten Charts definieren, was auch ergo eine Trenddefinition ist. Nichts anderes ist der Rainbow, die multiplen gleitenden Durchschnitte. Sieht viel bunt aus. Für den einen oder anderen ist es Augenkrebs am Chart, gar keine Frage. Das muss gefallen oder gefällt eben nicht. Tatsache ist, mit dem Rainbow kann man auf einen Blick A, die Trendrichtung, B, die Trenddynamik und C, natürlich eben dann auch klar festlegen, ob es Sinn macht, in eine Korrektur, in die Trendbewegung hinein, den Trend zu spielen oder eben nicht. Das kann man mit dem Rainbow schön visualisieren und da planen wir bei JFD dieses Jahr nochmal die Auflage eines Seminars. Es wird 3, 4 Tage gehen, a 2, 3 Stunden, wo Sie dann zum Schluss auch genau dieses Template, was Sie hier im Screen sehen, auch mit an die Hand bekommen. Ja, und eine Teilnehmerin, ganz kurz an der Stelle, gerade in Sachen Trendtrading ganz wichtig, ist hier die Martha. Die hat hier vor, ja, wann war das? Jetzt müsste ich mal gucken, ob sie hier nochmal Charts gepostet hat. Ich glaube, es war vorgestern. Gestern. So, genau hier. Das ist ein Template von der Martha. Im Prinzip, Sie sehen den Rainbow genau gleich und die hat tatsächlich das Seminar angewandt, umgesetzt, praktisch hier die Trenddefinition physisch genutzt, um sozusagen mit dem Rainbow zu gehen oder in dem Fall sogar jetzt hier antizyklisch, weil der Rainbow hier so eine Art Spin vollzieht, gegen den Trend zu gehen, damit der möglicherweise sich jetzt bullisch formiert, wie auch immer geartet. Letztlich die Martha, eine Teilnehmerin, die das hervorragend umgesetzt hat und unterm Strich ist es natürlich auch immer wieder die Anwendung. Genau darum geht es auch heute wieder. Sie müssen letztlich natürlich am Ball bleiben und mit den Charts arbeiten, liebe Leute. Es bringt nichts, wenn man sich das einmal anschaut und dann alle Woche mal wieder am Chart rumskizziert. Man muss sich sozusagen konditionieren, ja, für das Chart lesen, für die Interpretation der Charts, um eben dann hier auch nicht auf der falschen Richtung oder der falschen Richtung aufzuerlegen. Gut. Deswegen herzlich willkommen nochmal hier ein Slide zu Beginn. JFD Workshop, technische Analyse im Konzept. Klingt jetzt ein bisschen statisch, wollen wir aber gar nicht so halten, weil Konzept als solches eben das Rüstzeug, das Werkzeug für Sie ist, damit Sie sich sozusagen an den nackten Blankoschart heranarbeiten. Ja, also wie gehen Sie vor, wenn Sie einen Chart jetzt vor sich sehen, der aus Candlesticks, aus Barcharts oder meinetwegen auch aus einem Linienchart besteht, aber wie nun rangehen an den? Und das wollen wir uns anschauen. Kurz, mit wem haben Sie es zu tun? Der ein oder andere wird es wissen. Wir sind ja schon länger mit JFD hier präsent am deutschen Markt. Ich selbst, wie gesagt, bin schon auch länger mit JFD verbandelt, seit 2013 konkreter denn je. Und den Lars Gottwig, den CEO, kenne ich sogar schon seit 9 Jahren knapp, also schon weit vor der Gründung von JFD Brokers. Ich selbst hatte, wie gesagt, 2008 auch das Vergnügen, eine Research-Unternehmung zu gründen, hat sich dann aber sozusagen dann in JFD hier ein Stück weit integriert, weil ich dann praktisch mein Research dort auch als Head of Research und Analysis Germany hier sozusagen ja, dargeboten habe. Und seit Januar 2016 ist letztlich dann auch hier noch eine neue Rolle mir inne, nämlich hier JFD gerade im deutschsprachigen Raum auch noch ein Stück weit nach vorne zu bringen. Denn wie gesagt, wenn man nicht weiß, wo fair und
mit klarer Transparenz gespielt wird am Markt, dann kann es natürlich auch keiner wissen. Und insofern gehen wir auch nach vorne und wollen dies ja auch mit dem ein oder anderen Highlight da noch überzeugen. Freut euch da auf die WOT, da wird ein bisschen was kommen. Überdies natürlich auch Live-Events und dergleichen. Gut. Ausbildung habe ich auch genossen, wie ich immer so sagen pflege, viel Schmuck am Nachthemd, alles schön, viel Theorie, letztlich ist es die Praxis und da wollen wir heute genau hin. Praxis dahingehend auch Werkzeuge der technischen Analyse gibt es reichlich, um nicht zu sagen tausende Indikatoren und Möglichkeiten, doch das Allerwichtigste ist der Preis, die Price Action, ja, das ist das, was zählt. Der Rainbow ist einfach nur eine Visualisierung von Trendmomentum, die Heike-Nashi-Kerzen und auch Candlesticks sind, wie gesagt, kleine genauere Möglichkeiten, um wie gesagt auch wieder Trendpunkte im Chart zu definieren, Umkehrkerzen bei Candlesticks oder Heike-Nashi, bullisch wie bärisch, gibt es wie gesagt vielerlei Möglichkeiten. Das sind die Werkzeuge, die ich gern nutze, arbeite auch darüber hinaus gern mit Saisonalitäten, Zyklen und auch einer leicht mystisch angehauchten Fuzzi-Vektorlogik. Das, wie gesagt, wird es auch zum Live-Event geben. Nächste Woche am 25.05. Männertag lässt grüßen. Wir schalten mit Andreas Müller, unserem Bernecker 1977, hier ein Live-Event, um auch da ein bisschen was zu zeigen, wie man an den DAX rangehen kann im Trading. Denn der Kamerad Andreas tradet hier bevorzugt den DAX und wird uns da Einblicke liefern. Gut, aber worum geht's? Die Inhalte. Prinzip, hängen wir gleich noch ein Brett vor, und Konzept der technischen Analyse, das soll heute das Thema sein. Wir wollen uns mal anschauen, was die Physik der Märkte ist, um es mal ein bisschen zu klassifizieren, dann den Chart als preisliche Wahrheit hernehmen und natürlich dann Einstieg ins Thema direkt technische Analyse, wie kann man es machen. Und dann wollen wir heute eben auch noch ein Stück weit praxisbezogen vorgehen. Gut, fangen wir mal an mit diesem Picture. Kurze Anregung, Ideen, was kann man damit meinen? Also wie gesagt, wir gehen heute schneller durch als beim letzten Mal, gerade für die Teilnehmer, die das letzte Mal schon dabei waren, aber es sind echt viele auch neu dabei. Freut mich auf jeden Fall. Das erklärt auch, warum die Nachfrage so hoch war. Nichtsdestotrotz, Frage, was können wir mit diesem Bild wohl hinterfragen? Ideen dazu einfach mal reinhauen, sodass Sie sie auch mitnehmen und sie nicht vor dem Monitor wegknicken bei möglicher Wärme in Ihrer Umgebung. Okay, stille Zurückhaltung, obwohl wir ein größeres Auditorium sind. Halb so schlimm. Ich will es auflösen. Letztlich geht es auf der Suche, oder letztlich sind wir, nichts wächst in den Himmel, ist auch gut. Hans-Joachim, guter Einwurf. Letztlich sind wir alle auf der Suche nach dem nächsten Kurs. Okay, ob das die nächste Minute ist, der nächste Tag, die nächste Woche. Gern würden wir wissen, wo der DAX im Dezember 2017 steht. All das wissen wir letztlich nicht. Wir bewegen uns hier im Nirvana irgendwo. Und die Frage ist natürlich, wo kann der Markt hingehen. Wenn wir es alle wüssten, dann ja, wäre es zu einfach, dann wird der Markt an sich auch nicht mehr funktionieren. Letztlich arbeiten wir alle nur mit Wahrscheinlichkeiten. Ja? Die können für oder gegen uns sprechen, mit Blick auf den Chart zumindest. Ja? Und es gibt auch viele, die die technische Analyse da ein Stück weit anzweifeln. Ich selbst bin CFTI, sozusagen in Anführungszeichen ausgebildeter technischer Analyst. Das mag jetzt mal ein bisschen hochklappen drin, aber letztlich geht es darum, dass man mit der technischen Analyse wirklich versuchen kann, Chancen auf seine Seite zu ziehen. Ja, nichtsdestotrotz sollte man auch den fundamentalen Aspekt gewisser Währungsgefüge, Aktienmärkte, Bewertungen von Unternehmen natürlich nicht außer Acht lassen. Aber so ein Chart sagt uns natürlich viel über Angebot und Nachfrage aus, über Euphorie, Gier und Panik. Das werden wir im Weiteren noch sehen. Letztlich müssen wir mit den Wahrscheinlichkeiten, die uns zur Verfügung gegeben werden, arbeiten und versuchen, die mögliche zukünftige Kursentwicklung zu definieren. Was wollen wir uns jetzt mit diesem Bild veranschaulichen? Ja, dicke, tonnenschwere Diesellok im Einmarsch hier. Die Frage ist, was will ich mit diesem Bild veranschaulichen? Kurzes Feedback wieder eurerseits. Wie gesagt, das wird hier keine Fragerunde oder nach dem Motto, ich werfe da auch eine Frage rein und will eine Antwort von euch. Das ist jetzt nur am Anfang so gedacht, damit ihr ein bisschen mit abgeholt werdet, ins Thema einsteigt. Um sozusagen das Grundverständnis, das physikalische Prinzip, da haben wir es auch schon wieder, der technischen Analyse, der Chart zu verstehen. Also, was will ich mit dieser Diesellok sagen? Ja, Hans-Jürgen, ich meine, du warst schon dabei. Hans-Joachim, wir haben hier einige Hans im Glück hier zugegen. Ja. Okay. Saja, richtig, Jürgen, richtig. Ja, Trendtrain, Daniel, schön definiert. Sehr gut. Alle rennen dem Kurs hinterher. Also wie gesagt, ihr seid genau, the train is your friend. Roland, auch nicht schlecht. The train kann man auch als the trend is your friend. Genau darum geht es. Ja? Also es ist im Prinzip so, eine
Masse, die in Bewegung ist, neigt eher dazu, ihre Bewegung fortzusetzen als umzukehren. Das ist schon mal das Grundprinzip, ja? Eine Masse, die in Bewegung ist, neigt eher dazu, ihre Bewegung fortzusetzen als umzukehren. Gerade dessen ist es eben durchaus zweckmäßig oder das erhöht die Wahrscheinlichkeit, wenn man in einen Trend einsteigt, dass dieser sich fortsetzt, als eben zu sagen, dass dieser sich in dem Moment dann umkehrt. Man muss natürlich aufpassen, je nachdem, wie man so einen Trend sieht und herangeht. Viele Trendfolgesysteme, um nicht zu sagen die Masse, hat eine schlechte Trefferquote. Die liegt unter 50%, wobei schlecht relativ ist, denn mit dem richtigen Chance-Risiko-Verhältnis spricht man klaren Definition der Chancen zum Risiko und hier eben Verhältnissen über 2, über 2,5. Da kann man mit Trendfolgesystemen, die eben auch nur eine Trefferquote von 40% aufweisen, durchaus erfolgreich am Markt agieren. Weil eben, wenn eine Trendbewegung, so eine Diesellok mal in Fahrt ist, die Trendbewegung auch fortgesetzt wird. Vielleicht bedarf es da ein, zwei Anstiege. Wichtig ist aber, dass man sich eben sein Risiko klar definiert, um dann so eine Trendbewegung zu spielen. Und wenn dieser Trend mal intakt ist, dann kann man den auch reiten. Und da ist die Kunst, eben mehr zu verdienen, als man vorher riskiert hat. Und wenn ich sage CRV 2 zu 1, 3 zu 1, dann ist es eben, dass man das Zweifache vom Risiko verdient, das Dreifache vom Risiko oder Königsdisziplin. Man lässt den Trade sogar so lang laufen, bis man irgendwo im Gewinn mit einem Trailing Stop abgeholt wird. Oder aber man, und das ist wirklich eine Kunst des Tradings, die manuell kaum durchzuhalten ist, man pyramidisiert positiv in den Gewinn hinein, ja. Also eine dicke Trendbewegung, die am Laufen ist, die wird sozusagen mit einem Trade erwischt, der Trend läuft an, man verdient sein Risiko einmal, zweimal, dreimal. Am Ende dann hat man dann die Möglichkeit, in die Position, die läuft, nochmal reinzugehen, praktisch ohne Risiko, wenn man das vorher schon verdient hat und pyramidisiert positiv, ja. Das ist, wie gesagt, ein Punkt, der sehr, sehr schwer ist, aber aus der Erfahrung heraus sind das die erfolgreichsten Vorgehensweisen, wenn man zum richtigen Moment eben positiv pyramidisiert und nicht, wie eben viele, im Verlust nachkaufen. Ja, also wenn der Trend eben gegen mich läuft, die Diesel-Lok gegen mich fährt, dann macht es da durchaus wenig Sinn, das wird der eine oder andere vielleicht auch schon erlebt haben, dann immer wieder zu verbilligen, in den Trend gegen mich einzusteigen, ja, immer wieder gutes Geld schlechtem hinterherzuwerfen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das mitnehmt. Trendbewegungen funktionieren eben in beide Richtungen. Die können für mich laufen oder gegen mich. Und jetzt wollen wir eben sehen, wie können die für einen laufen, ja? Letztlich haben wir immer wieder Pendelbewegungen im Markt. Wenn wir eine starke Trendbewegung haben, dann ist es so, dass dieser natürlich hier nicht parabolisch nach oben zieht, um sozusagen einen 90-Grad-Winkel überzugehen und am Ende dann irgendwo im Universum zu landen. Nein, es gibt immer mal wieder Pausen, ja? Retracements, Rücksetzer, Konsolidierung, mag man jetzt nennen, wie man will. Letztlich wird der Markt früher oder später mal eine Pause einnehmen und da gilt es eben genau aufzuspringen auf so einen Trend. Jetzt gibt es viele, die sagen, ein Trend, der sehr reif ist, der neigt dazu, auch irgendwo umzukippen. Ja, dann schaut euch mal den DAX an. Viele, die das All-Time-High geschortet haben, liegen jetzt noch schief und könnten auch weiter schief liegen, wenn der DAX zum Beispiel die 13.000 Punkte ansteuert. Das ist eine klare Trendbewegung, meine lieben Leute. Und da muss man eben auch aufpassen, sich nicht unbedingt gegen solche zu stellen. So, aber weiter im Text. So viel mal zum physikalischen Prinzip. Ich denke, es ist soweit klar, was ich damit sagen wollte. Kurze Fragen mal in die Runde. Auf jeden Fall mit der Lok. Das Bild kam sehr gut an. Da wurde leicht verstanden, auf was ich hinaus wollte. Hier gehen wir mal kurz durch, wenngleich Psychologie des Marktes natürlich enorm wichtig ist, aber warum funktionieren Trends? Weil hier sozusagen immer wieder Änderungen im Trendverhalten ausgelöst werden durch Angebot und Nachfrage und das ist eben das Zusammenspiel des Marktes. Der Witz ist, man kann sich das Ganze in Preisbewegungen und insbesondere auch bei Aktien oder auch Futures in Umsätzen anschauen, ja? Und das Ganze ist nichts anderes als der Ausdruck menschlichen Verhaltens. Ja, also das, was wir an den Märkten sehen, kaufen, verkaufen, steigen, fallen, das sind praktisch Preisbewegungen, Umsatzverläufe, die indirekt natürlich ein menschliches Verhalten ausdrücken, nach dem Motto, wir erwarten mehr oder wir erwarten weniger. Und das können wir nutzen, um mehr oder weniger den Chart zu verstehen, zu lesen, um eben hier dann auch die Trends zu spielen. Und letztlich ändern sich solche Verhaltensweisen, das wird der ein oder andere Raucher vielleicht auch schon erlebt haben, eher gemächlich als in längeren, als in kürzeren Zeiträumen, so rum. Ja, also wenn man
einen Laster hat, sei es Rauchen oder irgendwas, die effektivste Methode ist es sofort abzubrechen, aber die Masse versucht es langsam, um sich sozusagen zu entwöhnen. Und genauso ist es jetzt mit der HOS, die wir zurzeit haben. Die Aktienmärkte steigen seit 8, 9 Jahren kontinuierlich. Wenn wir jetzt mal, sofern es denn kommt, zyklisch betrachtet wäre es soweit, aber wer weiß, eine Zyklik kann auch mal aussetzen, sind wir relativ verwöhnt von steigenden Aktienkursen. Ja, wenn jetzt mal eine Korrektur im Bereich 25-30% kommen würde, und das kommt natürlich dann nicht von heute auf morgen, sondern die spielt sich über mehrere Wochen, Monate ab, oder man hat einen Bärenmarkt anderthalb, zwei Jahre vielleicht, ja, dann ist es so, dass das ein Prozess der Zeit ist, der sich entwickelt. Und daran müsste man sich natürlich auch erstmal wieder gewöhnen, weil grundsätzlich ist es so, die Masse der Marktteilnehmer ist tatsächlich verwöhnt durch steigende Preise. Die Aktienmärkte sind seit 2009, 2008, nach der Finanzmarktkrise direkt kontinuierlich am Hochlaufen. Wir hatten 2011 einen kleinen Dip mal, aber ansonsten ist das hier straight away, der Zug fährt nach oben. Und wir haben eben hier überall neue All-Time-Highs. Die Frage ist eben, wie lange das noch läuft. Grundsätzlich leben wir im Zeitalter der dynamischen Zahlen und the sky is the limit. Das kann immer weiter hochgehen. Nichtsdestotrotz haben wir das auch in der Geschichte schon erlebt, dass gleichartige Marktsituationen, und das können wir uns durch die Charts visualisieren, immer wieder sozusagen ein Spiegelbild der Reaktionen und psychologischen Hintergründe von Menschen sind, nämlich eben die Euphorie und Gier. Ja, ältestes Beispiel Tulpenmanie in Holland, ganz klar, oder Dotcom, jüngstes Beispiel, oder Finanzmarktkrise 2007, 2008. Euphorie-Gier, wenn alles nichts mehr höher steigen kann, dann geht das erstmal nochmal richtig nach oben, die Party erst nochmal richtig ab, der Trend sozusagen richtig nach vorn und dann kann das Ganze aber auch ganz schnell wieder in Panik und Angst umkippen. Und das Ganze versuchen wir natürlich mit Charts zu definieren. Und deswegen bedienen wir uns solcher Charts. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Preisverlauf an, liebe Leute. Der ist nicht ganz aktuell, hat auch den Hintergrund, weil es vielleicht sonst so einfach wäre. Aber sagt mir mal bitte, was das für ein Underlying ist. Wir haben natürlich die Zeit und die Preisskala weggenommen, weil sonst wäre es zu einfach. Aber mal ein Tipp an die Runde, oder in die Leute. Was für ein Preisverlauf könnte das sein? Also die, die wo jetzt sozusagen den Chart noch nicht kennen, die Frage gestellt. Könnte ja alles Mögliche sein, wie gesagt. Aber es geht nur einfach, um hier mal zu definieren, was das für ein Underlying ist. Ja? Also was für ein Wert ist das? Was versteckt sich dahinter? Okay, wir sehen viel. Ich sehe bislang aber nicht das, was häufig kommt. Häufig kommt nämlich Apple zum Beispiel. Oder ja, DAX habe ich jetzt schon häufiger auch gelesen. Ja, könnte sein. Okay, ich löse es mal ein bisschen auf. Vielleicht wird es jetzt hier klarer. Wusch, da haben wir es. Gold, US-Dollar je Unze. Hier auch das Währungssymbol, XAU US-Dollar. So wird das gehandelt am internationalen Spotmarkt, liebe Leute. Schaut mal bei JFD Broker, was ihr da handelt, wenn ihr sozusagen bei uns den Goldpreis handeln wollt, nämlich genau das hier, den Spotpreis im Interbankenmarkt. Wichtige Erkenntnis, sollte man auch wissen, also ihr handelt hier kein Derivat auf den Goldpreis, sondern ihr handelt den Goldpreis direkt, den Spotpreis, ja. Und das eben auch hier nicht gegen uns, sondern sozusagen mit uns, damit ihr hoffentlich in der richtigen Warte positioniert seid. Und wenn wir von der richtigen Positionierung sprechen, sind wir wieder hier im Trendimpuls. Der Chart Ende 2014, okay, wir hatten 2011 beim Goldpreis das High, knapp unter 2000 Dollar oder 1920, irgendwas war es. Da hat der Goldpreis hier sein High markiert, das ist ein Monatschartintervall, ja, und wir sehen beim Goldpreis hier eine beeindruckende Rallye, okay. Der ist über 650% gestiegen seit den 2000ern. Jetzt befinden wir uns seither in einem Korrekturmodus, der hier irgendwo zwischen also 1050, 1200 jetzt da rumpendelt. Wir können uns den Goldpreis nachher gerne mal live anschauen. Kommt auch interessant daher, aber schlussendlich hier die Intention, der Goldpreis seit den 2000ern am Steigen. Also per se ein Aufwärtstrend, der im Sinne der aktuellen Konsolidierung, da sind wir bei dem Pendel von vorhin, durchaus die Ambition hat, sich weiter fortzusetzen. Warum? Jetzt schauen wir uns mal das ganz große Bild an. Und zwar seit den 70ern, seit dem Ende des Bretton Woods-Systems, haben wir hier natürlich die Situation, dass der Markt vom Goldpreis hier natürlich hoch eskaliert wurde bis zu den 80ern. Ja, Ölkrise, Vietnamkrieg, die ganzen Geschichten, zog sich hier richtig nach oben. Und dann gab es hier zwei Jahrzehnte fast, ja, von den 80ern bis zum 2000er, eine grobe Seitwärtsrange. Ja, aber per se hat der Goldpreis seinen überwiegenden Trend, und der ist aufwärts gerichtet, nicht gebrochen. Und jetzt mal eine Anekdote aus der Geschichte. Für eine Unze Gold, ja, habt ihr vor 100 Jahren und habt ihr vor 200 Jahren auch einen gewissen Gegenwert bekommen. Ob das jetzt irgendein Edelanzug war oder irgendwas, was im Bereich um 1000 Dollar die Unze notiert,
Schlussendlich, der Dollarpreis ist so inflationär gepumpt, dass man das immer in Relation setzen muss eben zu den aktuellen Verhältnissen. Und wie gesagt, für einen Dollar aus den 30er Jahren beispielsweise oder aus den 20er Jahren kriegt man heute noch nicht mal mehr eine Butter zum Aufstrich, ja, weil der Wertverlust des Dollars so enorm ist, inflationär bedingt, dass man einfach sagen muss, Gold hat halt eine gewisse Preisstabilität und das setzt sich eben auch durch. Das heißt, so ein Unze Gold aufgrund ihres begrenzten Charakters hat schon mal hier den Bestrebungscharakter auch kontinuierlich weiter anzusteigen und der Goldpreis, ob der jetzt auch 5 oder 10 Jahre seitwärts läuft, wird wahrscheinlich mittel- bis langfristig weiter steigen können. Das ist keine Kaufempfehlung, um Gottes Willen. Ja, könnte auch passieren, dass der Goldpreis jetzt auf 300 Dollar zurückfällt, aber selbst dann, hier im absoluten Big Picture, wären wir gerade mal in der großen Konsolidierungszone seit den 70er, 80er, 90er Jahren bis zu den 2000ern, als es dann aufwärts ging. Und selbst dann wäre der übergeordnete Trend per se jetzt auch noch nicht mal gebrochen. Ja. Und das einfach mal zum Preisverlauf, zum Chart als Wahrheit, weil man einfach sieht, hier geht's zur Sache. Und jetzt gehen wir zur technischen Analyse über. Es soll ja auch ein bisschen praktisch bezogen sein und Sie wollen ja auch ein bisschen was mitnehmen. Wir wollen uns dann auch Live-Charts anschauen, deswegen schon mal Gedanken machen, ob hier der ein oder andere einen Chart für mich dann oder einen Wert hat, den wir dann praktisch nackt unter die Lupe nehmen. Ja, also einfach nur Bar, Candlestick oder was auch immer für einen Chart und dann fangen wir mal so ein bisschen an, da dran zu arbeiten, um eben mal hier eine klare Trenddefinition zu erzeugen. Denn man will dann natürlich gewisse Ableitungen davon treffen oder finden, um dann sozusagen eine Trading-Idee heraus erwachsen zu lassen. Frage an euch, wer weiß es, was sind die Grundziele der technischen Analyse? Kurze Frage ins Auditorium. Wahrscheinlichkeit erhöhen, Hans-Joachim, sehr gut aufgepasst. Schneller Input, gut. Wir gehen mal Step by Step vor. Zumal hier auch schon wieder das Thema Trend auftaucht. Die technische Analyse soll uns den gegenwärtigen Trend verdeutlichen. Chartanalyse, Wolfgang, ist so das Grobe, worum es geht. Das ist ein Part of the, der technischen Analyse. Ja. Da gibt es ja noch viele Unterparts. Die Charttechnik ist ein Teil davon. Und hier geht es darum, dass wir mit der technischen Analyse gegenwärtige Trends erkennen wollen. Ob die zyklischer Natur sind, markttechnischer Natur, charttechnischer Natur, whatever. Hier wollen wir den Trend erkennen und das ist ein Ziel der ein Grundziel der technischen Analyse. Ja. Erkennen des gegenwärtigen Trends. Diese Information können wir erlangen. Darüber hinaus geht es darum, frühzeitige Trendveränderungen zu erkennen, wahrzunehmen, zu spüren, ob man richtig liegt, sieht man erst, wenn das Licht angeht. Ja, das heißt natürlich auch, dass man hier, gerade wenn man auf Trendveränderungen, Top-Bildungen oder andere Sachen spekuliert, kann es natürlich auch sein, dass man falsch liegt. Deswegen immer natürlich auch mit einem Stopp arbeiten. Das heißt, so ein Stopp wird gezogen. Ja, also sprich, wenn der Kurs gegen mich läuft, ab einem bestimmten Punkt habe ich ein vorher kalkuliertes Risiko. Und wenn meine Idee einer möglichen Trendveränderung oder eines Trading-Setups nicht aufgeht, dann bin ich raus aus der Nummer. Ja. Und aber frühzeitige Trendveränderungen anzuzeigen, das kann die technische Analyse durchaus tun, im Sinne von Divergenzen, im Sinne von eben Top-Bildungen oder möglichen Widerstandsbereichen, die hier einfach nicht geknackt werden. Und das Beste an der Geschichte ist, dass wir mit der technischen Analyse Prognosen abgeben können. Ja, das ist natürlich schwierig, wenn wir auf All-Time-High sind, ganz klar zugegebenermaßen, auch beim DAX und anderen Werten haben wir jetzt nach oben ein offenes Fenster, die Elliott-Wellen-Theorie kann hier trotzdem mögliche Prognosen abgeben für Ziele. Die Pivot Points auf Monatsbasis, Wochenbasis können hier auch gewisse Ziele auswerfen oder Kanalprojektionen und dergleichen für unbekannte Ziele, auch Fibonacci Extensions, also praktisch hier den goldenen Schnitt in die Zukunft projiziert, kann hier Ziele auf der Oberseite anzeigen. Aber grundsätzlich hat man eben die Möglichkeit, Prognosen abzugeben anhand markanter Chartmarken. Anhand markanter Preislevels, die immer wieder touchiert wurden, wo immer wieder ein Angebot oder Nachfrageüberhang herrschte und das, wie gesagt, zieht sich sozusagen durch. Faktisch arbeiten wir natürlich, gerade wenn wir mit Prognosen arbeiten, immer mit einem gewissen Wahrscheinlichkeitsfaktor, der uns ein Stück weit keine Garantie verspricht. Ja, Wahrscheinlichkeiten zu 100% nicht möglich, also müssen wir hier ein bisschen dran arbeiten, um die Zuverlässigkeit von Prognosen abzuklopfen. Und da geht es eben daran, dass man hier ganz klar sagen muss, Trading Handel in Anführungszeichen ist das Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Wir wissen alle nicht, erinnern Sie sich das Bild an das Bild von vorhin, wir wissen alle nicht, wo der Kurs in den nächsten
Stunden in den nächsten Tagen, geschweige denn in den nächsten Wochen und Monaten stehen wird. Wir können es nur prognostizieren, wir können es nur ableiten und dann eben nach Wahrscheinlichkeiten gewisse Parameter aussprechen oder orakeln, die uns dann hier einen Vorteil erbringen oder nicht. Aber letztlich müssen wir damit leben, dass wir hier nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Das Risiko eben eingrenzen können mit Stoppkursen und unsere Ziele definieren durch Chance-Risiko-Verhältnisse mit gewissen Take-Profit-Levels, sofern man es denn macht. Gut. Schach, Poker, Roulette, da wollen wir jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen. Letztlich, alles kann, nichts muss. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt natürlich auch immer wieder Trendmuster oder auch gewisse Setups, die dann eine Zeit lang, sag ich mal, ihre Bestätigung an den Tag bringen und dann funktionieren sie einmal nicht oder zweimal nicht. Und das wird dann immer wieder von vielen hergenommen, um den Sinn der technischen Analyse zu bezweifeln. Letztlich ist es einfach so, dass man damit ein Instrument an die Hand bekommt, um gerade sich hier im Nirvana der Finanzmärkte, im Dschungel der Zahlen, sozusagen ein Stück weit zurechtzufinden, sein Risiko zu definieren, Level auszuerkoren, wo man eben hier einsteigt, aussteigt, um sich sozusagen einfach mal das Marktgeschehen auch zu visualisieren eben. Und das ist Sinn und Zweck der technischen Analyse, um eben zu sagen, wo stehe ich denn überhaupt hier aktuell im Markt, ja? Einfach blind Aktie XY kaufen oder Index XY macht wenig Sinn. Man sollte vorher mal schauen, wie ist denn Angebot und Nachfrage? Wie sind die Käufer und Verkäufer? Wie spielt das zusammen? Und genau das visualisiert uns ein Chart in hervorragender Art und Weise. So, keine Methode der technischen Analyse ist unfehlbar, das denke ich mal, schließt sich der Kreis in Sachen Prognosen, das wissen wir. Und jetzt kommen wir zum Konzept der technischen Analyse, okay? Bevor wir dann auch gleich mal zum Live-Chart übergehen. Nummer 1 ist die Trenddefinition. Frage in die Runde, warum ist die Trenddefinition so wichtig? Warum steht der Trend vor allem, worum es auch eben heute jetzt dann gehen soll? Warum ist der Trend so wichtig? Wer weiß es? Wie gesagt, gibt keine falschen Antworten. Ich sag's euch, ich will es auflösen. Grundrichtung, jawohl Eberhard, richtig. Trend is your friend. Heidi, richtig, korrekt. Absolut richtig. Sich immer gegen den Trend zu stellen, kann eben auch viel Geld kosten. Und wir müssen erstmal wissen, in welche Richtung wollen wir mit dem Auto fahren? Nach Norden oder Süden? Ja, darum geht's. Und deswegen ist es wichtig, sich dem Trend klar zu werden. Je nachdem, in welchem Timeframe man unterwegs ist, je nachdem, mit welchem Anlagehorizont man investiert, unterscheidet sich das natürlich. Ja, aber von großen Zeitebenen zu kleinen überzugehen, das ist ja auch im Prinzip der Markttechnik, sozusagen auch der fraktalen Struktur, dass man sich sozusagen vom Großen ins Kleine reinbaut. Wichtig, dass man hier eben auch entweder mit dem großen Trend oder gegen den großen Trend gibt. Ja, es gibt große übergeordnete Aufwärtstrendbewegungen, die immer wieder zwischengeschaltet in kleineren Timeframes durch Korrekturbewegungen gekennzeichnet sind. Aber der Hauptpunkt, einer der Hauptpunkte der Trenddefinition ist eben dem, nachdem wir uns eben zurechtfinden müssen im Nirvana der Zahlen, dass wir auch hier erstmal wissen müssen, wo stehen wir im Trend, um dann auch darauf aufbauend, wenn wir die technische Analyse nutzen, die Formationsanalyse durchzuführen. Und die, meine lieben Leute, kann man durchführen, im Sinne dessen, dass man Pattern erkennt, also Chartmuster, die Trendfortsetzung erlauben oder Trendumkehr. Wichtig. Ganz wichtig. Kennt ihr den Unterschied zwischen Trendumkehr und Trendfortsetzungsmuster? Frage. Nämlich ein ganz entscheidender Fakt bei der Formationsanalyse, liebe Leute. Wird. Jawohl, super. Super. Ja, genau, Ausbrüche in Trendrichtung ist richtig, aber Heidi schreibt es auch gerade richtig. Wir haben auch dazu schon mal einen Workshop gemacht. Es geht natürlich hier auch darum, haben wir Trendfortsetzungsmuster, wie ein aufsteigendes Dreieck spricht für aufsteigende Preise, ein absteigendes Dreieck spricht für fallende Preise und, und. Trendfortsetzung. Trendumkehr, liebe Leute, kann zum Beispiel die bekannteste Formation schlechthin die Schulter-Kopf-Schulter-Formation sein. Das sind Formationsanalysen, liebe Leute, aber um die anzuwenden, muss ich ja erstmal wissen, wo ist denn überhaupt die Trendrichtung, okay? Wichtig. Daran aufbauen gibt es dann noch den Punkt, dass wir sagen, okay, wir haben Trend, wir haben gewisse Formationen,
Was kommt als nächstes? Jetzt können wir uns der Candlestick-Kerzen bedienen und auch gegebenenfalls diversen Indikatoren. Ja? Weil nämlich man erstmal das große Bild abwägen muss, dann eben auch das große Bild im Kontext verschiedener Muster. Und dann kann man zum Beispiel auch eine Candlestick-Kerze nehmen wie einen Hammer, der im Ideal eben am Ende einer Trendbewegung auftaucht und nicht irgendwo mittendrin. Da muss man im Prinzip ja auch wissen, wo stehen wir denn von der Bewegungsintensität überhaupt, wenn wir jetzt mit einem Hammer bei der Candlestick-Lehre zum Beispiel arbeiten wollen. So, zu guter Letzt den Verbund der Zeitebenen. Das heißt, man mixt das alles zusammen und ich sagte ja schon fraktale Strukturen. Man geht vom Großen ins Kleine, um dann sozusagen hier mit dem übergeordneten Trend entweder zu gehen oder dann im übergeordneten Trend gewisse Korrekturpausen, da sind wir wieder bei der Pendelbewegung, zu erhaschen, um hier einen möglichst guten Einstieg zu finden. Das, wie gesagt, ist das Konzept der technischen Analyse und die Trenddefinition ist eben das A und O. Wie geht es hier ran an einen Chart, der einfach mal leer ist und nur die Candlestick-Kerzen beispielsweise aufweist? Und jetzt gebe ich euch ein paar Punkte, wie man so eine Trenddefinition durchführen kann. Okay? Das simpelste Prinzip, ihr seht es schon, ist die Charttechnik. Was bedeutet das? Ganz einfach gesagt, wir arbeiten mit Trendlinien, Widerstandsclustern, Unterstützungslinien, also irgendwelchen Levels, wo sich die Preise mal gefunden haben, wo hier möglicherweise Marktaction vorherrscht, ein Muster, ein Pattern, was eben einen Ausbruch verspricht oder auch eben zwischengeschaltete Konsolidierungen, die in einer bullischen Flagge, in einer bärischen Flagge ablaufen können, wie auch immer geartet. Aber Charttechnik ist praktisch das simple Zeichnen mit Lineal und Bleistift auf einem Blatt Papier. Kann jedes dreijährige Kind im Grunde genommen und tatsächlich keine Königsdisziplin, aber hier geht es auch ein bisschen um die Übung, wie man denn was anwendet. Aber das ist zumindest mal eine Trenddefinition, die man hier über die Charttechnik durchführen kann. Das relativ bekannteste, was jetzt noch kommt, ist die Dow-Theorie und Markttechnik. Das hat sich ja gerade durch das Buch von Michael Vogt enorm hier nach oben gepusht sozusagen. Wenn man einfach sagen kann, okay, hier geht es relativ simpel vor. Hier betrachtet man zum Beispiel nur die Preis-Action, die reine Preis-Action. Hier geht es nicht um irgendwelche zauberhaften Indikatoren oder eben auch nicht um den Rainbow oder dergleichen Punkte. Nein, hier haben wir die Dow-Theorie und die Markttechnik, die sagt nichts anderes, und ich habe es vorhin auch schon im Chat gelesen, als dass man hier Hoch- und Tiefpunkte miteinander kombiniert. Höhere Hoch- und höhere Tiefs implizieren einen Aufwärtstrend und umgekehrt genau das Gleiche, wenn es nach unten geht. Das ist relativ simpel und ich kenne viele Marktteilnehmer, die sich der Markttechnik bedienen und ja, das ist eine sehr funktionelle Technik, um sich am Markt zurechtzufinden, ohne zu viel Zusatztools nutzen zu müssen. So, was kann es noch geben? Jetzt wird der eine oder andere vielleicht gleich aufschreien, wenn ich jetzt hier sage, Indikatoren zur Trendbestimmung, um Gottes Willen, die kommen ja eigentlich erst nach dem Konzept der technischen Analyse auf Platz 3, bedingt richtig, denn hier geht es speziell um gleitende Durchschnitte und auch beispielsweise die Heike-Nashik-Kerzen. Diese beiden Indikatoren, es gibt durchaus noch andere, die man nutzen könnte, aber das sind jetzt mal die bekanntesten, kann man hier nutzen, um den Trend auch zu bestimmen. Gleitende Durchschnitte, ganz simpel, einen längeren kleinen Durchschnitt beispielsweise 200 Punkte, also mal einfach ein SMA, Simple Moving Average, ganz einfach, der neue Kurs kommt, der alte geht, aneinandergereiht, man hat eine Zeitreihe linear geglättet, sozusagen der letzten beispielsweise SMA 200, 200 Kurse. Oder je nach Perioden, wenn Sie im Minutenchart sind, dann der letzten 200 Minuten. Letztlich aber dieser kleine Durchschnitt ist eine Art Trendindikation. Vor dem Hintergrund ist der Preis drüber, wirkt das schon mal bullisch, ist der Preis drunter, wirkt das schon mal bärisch. Man kann dazu auch noch einen kürzeren kleinen Durchschnitt nehmen und dann hat man sozusagen eine gewisse Trendinformation, nur durch so einen kleinen Durchschnitt. Und das wird wirklich zuhauf benutzt und gerade in den Aktienmärkten ist hier der SMA 200, SMA 50 sehr, sehr beliebt. Heike-Nashik-Kerzen genau das gleiche. Diese visualisieren sozusagen Trendbewegungen in Form einer Kerze, die sich dann wiederum aus dem Durchschnittswert einer Vorkerze ermittelt. Und da hat man auch so einen Trendfolgecharakter drin, was die Heike-Nashik-Kerzen hier sozusagen prädestiniert für die Definition von Trendbewegungen. Gut, das mal ganz kurz im Bild. Und dann gehen wir auch gleich mal zu den Live-Charts über. So kann Charttechnik aussehen. Trendlinien, bullische Flaggen,
aufsteigende Dreiecke, Konsolidierungszonen, einfach mal wild drauf losgezeichnet, ja. Muss jetzt überhaupt nicht zu kompliziert sein. Man versucht letztlich Kurse zu erhaschen und deren Bewegung sozusagen in einen gewissen Rahmen zu pressen. Und sehr häufig hat man tatsächlich Trendkanäle oder eben auch, also hier so eine Art Trendkanal, hier auch kleine untergeordnete bullische Bewegungsmuster, auch kleine Fakeouts. Wie gesagt, hier gehört auch das dazu, was ich eingangs sagte. Ihr müsst ein bisschen mit der Praxis arbeiten. Ihr müsst euch da auch konditionieren, trainieren und natürlich auch mit den Charts arbeiten, um auch einen gewissen Skill dafür zu kriegen, ist das jetzt eine saubere Formation oder nicht. Ein bisschen Freiheitsgrad braucht man sowieso, ganz klar. Die mustergültigen Flaggen oder Schulterformationen funktionieren wohl am wenigsten. Letztlich ist es ja auch hier wieder ein Thema der Massenpsychologie. Ja? Aber okay, Charttechnik relativ simpel, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Markttechnik genau das gleiche Prinzip, man sucht sich hier markante Hoch- und Tiefpunkte, definiert die sozusagen im Chart und kann dann per se eben festlegen, okay, sind wir jetzt hier in einem Aufwärts-, Abwärtstrend, Seitwärtsphase oder wo auch immer geartet. Ganz, ganz wichtig. So, und jetzt kommen wir zu den kleinen Durchschnitten, die in Trendphasen sehr gut sind, in Seitwärtsphasen ein totales Desaster. Deswegen sollte man natürlich, gerade wenn man diese benutzt, Indikatoren als Trendunterstützung auch nicht singulär einsetzen, sondern auch hier natürlich immer wieder auf das Wichtigste überhaupt achten. Das ist die Preis-Action. Ja, der Preis ist das, was zählt. Die Elemente der technischen Analyse oder der Werkzeugkasten im Sinne der gleitenden Durchschnitte oder Indikatoren jeglicher Art sind letztlich alles nur Preiskrücken. Ja? Ohne den Preis würde keiner dieser Indikatoren oder Oszillatoren funktionieren. Ja? Das heißt, der Preis ist das, was zählt, und wenn Sie ein geschultes Auge haben, brauchen Sie im Prinzip auch keine gleitenden Durchschnitte mehr oder wenn Sie rein mit der Markttechnik arbeiten, selbst dann auch nicht mal mehr irgendwelches andere Beiwerk. Letztlich aber hier ein schönes Beispiel, Trendbewegung wunderbar mit kleinen Durchschnitten zu erhaschen. In Seitwärtsphasen hier rechts wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich visualisieren Sie das sehr schön und das macht eben im Prinzip auch das Rainbow Trading. Visualisieren die sehr schön Trendphasen, wenn sie denn bullisch sind. Wenn die kleinen Durchschnitte nicht klar separieren oder klar in eine Richtung weisen, dann kann das auch ein Hinweis dafür sein, dass man hier wohl in einem Seitwärtsmarkt ist, in einem unsicheren Markt und sich hier dann eben auch durchaus fernhalten kann. Also, jetzt nochmal die Heike Nasche Kerzencharts. Mit kurzem Blick auf den Chart seht ihr, dass meistens eine Kerzenfarbe, also eine Änderung der Kerzenfarbe mit weiteren Änderungen der Kerzenfarben und gewisser Trendbewegung einhergeht. Das ist das geheimnisvoll an den Heike-Naschi-Kerzen. Also ich will nicht sagen geheimnisvoll, das ist eine einfache mathematische Ableitung, die hier visuell umgesetzt wird anhand der Heike-Naschi, anhand der Candlestick-Daten, Open, High, Low, Close, findet eine gewisse Umrechnung statt. Und wie gesagt, der Mittelwert dient immer der Ausgangskerze zum Erschaffen der aktuellen Periode. So. Und da hat man hier den Ausgangspunkt, dass es auch keine Gaps gibt. Ja, das mag für viele auch dann erstmal erschreckend sein, aber der neue Kurs fängt immer in der Mitte von der anderen oder von der zuvor geschlossenen Kerze an. Und so knüpfen die Kerzenkörper immer zwangsläufig aneinander. Aber der Witz ist eben hier, dass man auch relativ schnell aufgrund eben der Kerzenfarbe, der Trendrichtung erkennt, aha, das könnte ein Bull oder das ist ein bullischer, nicht könnte, das ist ein bullischer oder bärischer Bewegungsimpuls. Wenn man das jetzt noch kombiniert mit einem Setup der Markttechnik zum Beispiel, da hat man auch den Jörg Schmidtstetter hier oder auch andere Trader schon zu Gast. Und ich habe früher auch mit den Heike Nasche Kerzen im Rainbow selber viel gearbeitet, wo man praktisch das Ganze dann als Signaltrigger nutzt, um dann mit dem Trend sozusagen zu schwimmen. Das sind mal die Charts, meine lieben Leute, die haben wir uns jetzt mal angeguckt. Hier Candlestick Heike Nasche gegenübergestellt, hier noch eine Erklärung dazu und jetzt der Witz. Man kann das im Prinzip auch kombinieren. Ja, man soll den Chart nicht überzeichnen, aber man kann natürlich durchaus sich der kleinen Durchschnitte bedienen, sich der Charttechnik bedienen, sich der Markttechnik bedienen und auch, wer es denn mag, die Heike-Naschi-Kerzen in den Chart zeichnen. Und so kommt man dann zum Schluss, hey, der Trend könnte hier aber doch weitergehen oder der Trend könnte umkehren oder ich halte mich erstmal raus. Ja, auch ganz wichtig. Denn hier geht es natürlich beim Trading nicht unbedingt um die Quantität. Also wer viel feuert, der trifft viel. Ja, nach dem Motto, ich halte einfach mal hier feuerfrei auf den Markt und ich werde schon treffen. Das ist nicht funktionell. Hier zählt eher die Qualität. Und es ist auch häufig ein Gebot, sich einfach mal zurückzuhalten. Ja, einfach mal zu sagen, heute findet sich kein Setup, ich habe keine Trading-Ideen, der Markt ist unsauber, ich trade einfach mal nicht. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die man sich durchaus auch immer wieder mal zu Gemüte führen muss, damit man einfach sagt, ich muss nicht immer aktiv sein. Ganz, ganz wichtig. Aber die Kombination ist es letztlich und hier wären wir dann praktisch auch schon langsam in der Live-Umgebung. Gut, liebe Leute, hier nochmal mein Stream.
und der Hinweis auf unseren JFD Broker Stream. Hier gibt es auch immer wieder Diskussionen in unserem Chat. Hier unser Jens, der täglich dann auch live schaltet. Wir sind in Kürze auch hier wieder in diesem Widget aktiv, direkt auf unserem Desktop. Ja, zurzeit haben wir da so einen Transfer auf den YouTube-Channel. Wird, wie gesagt, hier alsbald geupgradet. Also, liebe Leute, zum Anfang sagte ich schon, hat der ein oder andere eine Aktie oder einen Chart für mich, den ich direkt mal planko covern soll. Ansonsten, ich habe vorhin schon gesehen, lassen Sie uns doch mal Euro-US-Dollar anschauen, der hier seit 9 Uhr nach oben strebt. Den hatte ich heute auch im Devisenradar. Und wer den Euro-US-Dollar sich jetzt hier anschaut, das ist aktuell der Tageschart. Wir machen den, wie gesagt, auch gleich mal Blanko. Wir sehen es hier auch jetzt nach den markttechnischen Impulsen. Ja, haben wir hier auch ein neues, erstmal hier ein neues, das letzte hochgebrochen hier. Am 7.5. hatten wir ein High bei 1.1021 und mit dieser Kerze hier vom 16.5. wurde markttechnisch ein neues Hoch gerissen und der Markt zog hier weiter rauf. Und jetzt sehen wir hier, dass wir wahrscheinlich nahe dem Wochenhoch aus dem Wochenhandel gehen werden und das ist eine höchst, höchst bullische Situation. Ja. Im Allgemeinen sieht man hier auch fast schon eine Umkehrformation beim Euro-US-Dollar, aber gehen wir mal in den Intraday-Chart, das war die Ansage von vorhin, die ja vermuten ließ, dass der Euro-US-Dollar hier schon die ganze Zeit schön nach oben anzieht. So, machen wir den Chart mal sauber, wir nehmen auch mal die kleinen Durchschnitte raus. Wie gesagt, wer hier eine Anregung, oh, jetzt habe ich den, meine Güte, jetzt habe ich den Preis direkt rausgehauen, Moment mal, ein kleines Update. So, darf ich das wahrscheinlich nochmal einzeichnen. Euro heute fast 0,9% von, das ist schon echt ein Brett. So, jetzt muss ich den Chart hier auch nochmal aktualisieren. Wir nehmen mal die gleitenden Durchschnitte raus. Wie gesagt, wer einen Wert hat, ruhig mal rein. Das kann eine Aktie, kann ein Index sein, völlig gleich. So, so, hier haben wir mal den Blanko-Chart. Wir nehmen auch mal hier die Vortagesmarker raus. So. Ist natürlich jetzt ein Paradebeispiel für Trendbewegung beim Euro-US-Dollar, ja. Aber man hat auch hier eine schöne Seitwärtsphase, wo man auch nach Range-Gesichtspunkten sozusagen Preislevel definieren kann. Ja. Ist immer sehr schön zu sehen, wenn der Markt hier, und da kann man eben sich bei Guidance auch sehr gut bedienen, der Tools, dass man sich hier sozusagen gewisse Zonen einzeichnet, die entweder nach einer Range sprechen, die eine Range verdeutlichen und wenn eben die Range verlassen wird, dann kann man hier prozyklisch in Ausbruchsrichtung einsteigen. Ja? Die Range jetzt auch mal verdoppelt in dem Zusammenhang, hätte hier eigentlich ein theoretisches Hoch von hier initiiert. Dafür reicht es nicht, der Markt ist wieder zurückgekommen, hat aber, und das ist sehr, sehr schön zu sehen, hier einen klaren Unterstützungsbereich gefunden, 1.086 kann man sagen, schaut euch das mal an. Das ist charttechnisch ganz klar eine Unterstützungszone. Die wurde nach dem Upgap hier vom Wochenende in die Handelswoche hier von Ende April sozusagen hier schon stark umkämpft. Und dann hat man hier sehr schön gesehen, wie die Preise immer wieder in dieses Level eingetaucht sind. 1.085, 1.086, ja. Hier haben sie sich nach oben erhoben, es reichte nicht, der Markt geht wieder zurück. Und genau in diesem oder an diesem Punkt hier hat der Markt sozusagen dann wieder seinen Halt gefunden. Der ein oder andere wird jetzt hier auch eine Schulter-Kopf-Schulter-Umkehrformation sehen. Wie gesagt, da kann man wirklich viel ablesen am Chart, wenn man sich jeweils für das eine oder andere jetzt sozusagen spezifiziert. Ich sage auch immer, man sollte sich ja an gewissen Punkten fokussieren, mehr oder weniger, oder auf etwas spezialisieren. Das können gewisse Umkehrmuster sein, das können Trendbewegungen sein, das kann dies und das sein. Der ein oder andere, wie gesagt, hat hier die Möglichkeit, eine inverse Schulter-Kopf-Schulter sozusagen zu identifizieren. Und der kleine Fakeout nach unten war natürlich genau das, was viele Marktteilnehmer rausgespült hat. Ja? Also hier die Kerze, die Stundenkerze vom 11. Mai. Der kleine Spike hier nach unten mit dem neuen Verlaufstief, der hat sicherlich hier dafür gesorgt, dass viele Marktteilnehmer rausgeflogen sind. Und ich muss auch sagen, charttechnisch sehr, sehr grenzwertig. Ja? Also ganz klar, der Stopp. Also ich war jetzt hier nicht positioniert, aber einen Stopp hätte ich hier mit Sicherheit auch im Bereich 1.085, 1.8490 gelegt. Der ist hier sauber abgeholt worden. Ja. Und dann sieht man aber, der Markt kämpft sich wieder zurück. Dann schaut man auf den Chart, sieht hier, meine Güte, hier ist eine Horizontalunterstützung, eine Linie, eine Nachfragezone. Hier wurde das Währungspaar, also der Druck von oben immer wieder abgewiesen. Der Markt wollte hier nicht nach unten abtauchen. Da muss man natürlich in der Situation dann auch den Mumm haben. Gut, wenn wir jetzt die SKS zum Beispiel nehmen, hier die Nackenlinie, mal schräger Natur. So, oder auch einfach Markttechnik. Ja. Wir gehen mal nochmal mit dem markttechnischen Zyklus her. Machen wir mal hier eine Widerstandslinie. Das war das markante Hoch, das markante Tief. So, dann hat man hier ein tieferes Tief.
Tiefer ist tief. Moment, da nochmal tiefer ist tief. So, also der Markt ist per se hier dann praktisch immer wieder runter, hoch, runter. Und jetzt hier die Gretchenfrage, was macht er denn hier? Kam hier ein tieferes Hoch und ist er hier weiter runtergegangen? Fragezeichen. Nein, ihr seht es, natürlich ist das nicht passiert. Ja? Also hier ein bärischer Impuls. Hier dann auch durchgerissen, aber der Markt hat nicht die Kraft gehabt, sozusagen nach unten abzusacken, nach unten durchzubrechen, sondern hat dann hier viel mehr in dieser Situation nach oben aufgedreht. Und ab diesem Punkt hier, ja, also ab diesem Punkt hier, wo praktisch die Unterstützung nochmal verteidigt wurde, hier man sozusagen auch eine inverse Schulterkopf-Schulter, eine Umkehrformation hatte, markttechnisch auch kein neues Tief hier gerissen wurde, ja, das hätte hier praktisch eine Unterschreitung des Levels von 0,84 bedeutet, dann hätte man sagen können, okay, der Markt bricht wohl nach unten weg, aber das ist nicht passiert, der Markt hat sich hier stabilisiert und dann gab es eben hier einen Bruch dieser Trendlinie, eine Aktivierung, Trendlinie, Schrägstrich, Nackenlinie, Aktivierung der SKS, dann Ausbruch über das letzte Verlaufshoch, hier Ausbruch über das letzte Verlaufshoch, muss ich sogar ein bisschen genauer nochmal, wir sind ja hier nicht in der Kalligrafie, aber grundsätzlich seht ihr, dass das der Preis hier durchhämmert, ja, und da hat sich was getan im Sentiment, da hat der Markt einfach seine Stimmung gedreht. Das war ein Punkt, wo man sagen muss, die Marktteilnehmer haben jetzt hier die Entscheidung getroffen, den Euro hier nach unten nicht mehr abwerten zu lassen, sondern hier eine Aufwertung zu vollziehen. Und ja, jetzt rennt der hier nach oben wie, sag ich mal, von der Leine gelassen. Das ist heute auch schon ein starker, extrem starker Freitag. Wir sind hier schon deutlich über Range. Im Schnitt läuft, oh, lass mich mal kurz spicken, knapp 70 Pips. Wir sind jetzt schon 97 gelaufen, also knapp 30 Pips über dem Durchschnitt. Und der Markt ist hier jetzt nach markttechnischen Strukturen immer wieder sauber nach oben gelaufen mit ganz kleinen Konsolidierungen. Man weiß gar nicht, wo man die hier einzeichnen soll, so klein sind die. Hier gab es aber eine größere Konsolidierung und dann ist er wieder nach oben geschossen. Aber auch hier schön zu sehen, liebe Leute, schaut euch mal dieses Level hier an. Das ist charttechnische Unterstützung, die uns hier sozusagen einfach verdeutlicht, hey, hier ist Nachfrage. Ja? Und wenn er hier nicht drunter sackt, na, dann geht er entweder seitwärts weiter, so wie er das hier relativ lange gemacht hat, und testet dieses Level mehr und mehrfach, oder aber er hebt sich hier nach oben durch. Ja? Und spätestens als dieses Hoch hier gerissen wurde vom gestrigen Vortrag, wir sind, Vortrag sage ich schon, vom gestrigen, das war vorgestern, vom Dienstag, Mittwoch, so rum, hier, ja, wir sind im Stundenchart, und dieses Niveau wurde jetzt gerissen. Das ist jetzt per se schon mal ein Kaufsignal. Wir haben hier ein neues Mehrmonatshoch ja zugleich, wenn ihr euch an den Tagesschart erinnert, und wir laufen jetzt hier stringent nach oben. Technisch gesehen vielleicht eine Glanzleistung, wenn wir hier noch ein Stück hochlaufen und dann fahren wir hier im Pullback in Richtung, was ist das für ein Level 1, 11, 71. Das könnte durchaus sein, dass man sagt, okay, hier gibt es noch mal einen kleinen Pullback, der läuft jetzt hier noch ein Stück nach oben. Ich mache mal kurz hier einen Tendenzfall. Im Sinne der laufenden Euphorie, und dann gibt es hier so ein Pullback. Ja, tanzt hier vielleicht noch ein bisschen rum. Aber die Aussichten, dass der weiter nach oben zieht, sind enorm groß, der muss nicht konsolidieren, der kann auch gleich weiter durchknallen. Aber hier mal simpel dargestellt, wie Sie hier mit klassischer Markt- und Charttechnik sozusagen agieren können. Und jetzt gehe ich nochmal rüber und sage, okay, wir nehmen mal den Rainbow mit rein, machen das Ganze noch ein Stück weit bunter. Wo haben wir denn gleich hier Trendfolger? RB, ne, Moment, wo sind es denn jetzt? Ach, Durchschnitt da oben. Moment, da, RB steht für Rainbow. Eingezeichnet, schaut euch das an. Ist das hier positives Momentum? Ja? Der Rainbow visualisiert auch, wo man sich raushalten sollte. Hier sieht man, positiv auffächernder Rainbow aufgrund des Upgaps ist natürlich zeitverzögert. Ja, Trendfolge heißt ja auch Folge dem Trend. Das heißt, das ist immer etwas mit Verzögerung. Man sieht hier, oh, schöne Euphorie, dann kippt der Markt so ein bisschen zusammen. Und das hier ist natürlich ein Rainbow, den kann man kaufen oder kann man nicht kaufen. Also richtig bullisch sieht das nicht aus. Dann gibt es hier noch so einen Spin, dann fächert er hier wieder auf. Das wirkt euphorisch, aber letztlich ist die Kraft erschöpft. Und ja, man sieht, hier ist R oder R. mehr oder weniger eine Konsolidierung angesagt. Und dann aber, das ist interessant, mit dem Ausbruch, ja, mit der Verteidigung dieser Unterstützung, mit dem Ausbruch hier aus diesem Abwärtstrend mit Markierung eines neuen Reaktionshochs, formiert hier auch der Rainbow Bullish. Und hier muss man dann eben durchaus sehen, wie man in so eine Trendbewegung reinspringt. Und ihr seht auch hier, wie bullish der Rainbow ist. Na klar ist der jetzt ein Stück weit überhitzt. Das wirkt ein bisschen heiß. Das ist etwas, wo man sagt, meine Güte, wie hoch kann der denn jetzt noch gehen? Und ja, liebe Leute, der kann auch durch die Decke gehen. Ja, dass der jetzt hier umkehren muss, nur weil es alles, alle Indikatoren oder hier Oszillatoren, die oszillieren zwischen 0 und 100. Das ist hier praktisch der RSI oder auch Slow Stochastic, was man da nimmt. Der ist jetzt hier massiv im überkauften Bereich. Ja, der kann da aber auch sich, der kann sich da wochenlang aufhalten. Das heißt nicht, dass der Markt jetzt hier drehen muss in dem Moment. Aber viele Marktteilnehmer sehen dann eben hier so eine überkaufte Zone und denken sich, meine Güte, der Markt ist schon so weit gestiegen. Nee, ich gehe jetzt short.
Ja, und das Verkehrteste, was man hier an diesem überkauften oder diesem überkauften Bereich hätte machen können, Short gehen. Ja, warum? Ihr seht es, weil ich hier voll gegen den Trend gehe. Markttechnisch sauber am Laufen, Rainbow aufgefächert. Das ist bullisch. Und da kann auch nochmal so ein Oszillator hier mir sagen, dass die Lage überkauft ist. Das bringt mir mal überhaupt nichts. Am Ende bringt es mir Verluste und haut mir den Preis um die Ohren, wenn ich hier auf der verkehrten Seite stehe ohne Stopp. Das heißt, man muss natürlich sich hier auch orientieren können. Und das, liebe Leute, könnt ihr, wenn ihr den Chart lesen lernt. Ihr müsst euch ein bisschen zurechtfinden. Es gibt auch Fehlsignale, aber ja, danke für den Hinweis in diesem Zusammenhang. Euro-US-Dollar heute hier im Intraday-Chart ein Paradebeispiel, aber das wirkt eben auch mal höchst, höchst bullisch, was der hier abliefert. Wie lange der das abliefert, ob der Euro jetzt eine große Renaissance einleitet, das weiß kein Mensch. Ja? Ich weiß aber nur, dass der Euro hier mit dem Wochenschlusskurs, den wir heute wahrscheinlich sehen, und auch selbst wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückkommen, mit dem heutigen Wochenschlusskurs, den wir vor Augen haben, haben wir hier höchstwahrscheinlich ein starkes Kaufsignal am Start, was den Markt hier einfach weiter antreiben dürfte. Der Euro hat einen positiven Bias, der sich meines Erachtens, das hatte ich heute Morgen auch, gehen wir mal kurz hier im Stream, wo ist es, hier im JFD-Devisenradar schon skizziert, hier der Chart dazu. Wenn wir hier, wie gesagt, also so eine Seitwärtskonsolidierung unterhalb des Widerstands hier auf Tagesbasis hätte ich favorisiert, ja, so ein bisschen seitwärts dümpeln, ein bisschen Kraft schöpfen für den Ausbruch, aber nein, die heutige Kerze, ihr seht es hier drüben, das ist der Live-Chart aktuell hier, ja, wir haben hier einen klaren Ausbruch vollzogen, der Markt ist hier rausgeschossen, hat hier neues Hoch gemacht und wenn wir jetzt per Weekly so aus dem Handel gehen, ja, also wenn wir jetzt wirklich sagen, hier per Wochenschlusspreis, oberhalb hier von 1.11.10, 1.11, was haben wir hier, 1,50 speziell, ganz genau, dann ist das, meine lieben Leute, höchst, höchst bullisch. Und daran sollte man sich auch orientieren. Und da beißt die Maus auch keinen Faden ab, wie es so schön heißt. Das ist einfach eine sehr, sehr bullische Ausgangslage. Und ja, im Prinzip haben wir jetzt mal den Euro relativ stark und ich hoffe nicht zu einseitig beleuchtet, aber ich wollte anhand dieses Beispiels eigentlich auch mal verdeutlichen, wie man sozusagen den Markt eben auch durchaus covern kann. Ich hoffe, das ist angekommen und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen mitnehmen, sozusagen. Viel zu schnell. Ui, Thorsten, was hast du denn hier? Thorsten, hast du, ich muss wahrscheinlich schnell reden, weil es auch viel Thema ist und ich in Anführungszeichen auch nur die Stunde Zeit habe. Ich denke mir aber, jeder, der mir folgen konnte und wir werden das Webinar auch aufzeichnen, wird das verstanden haben, worum es ging. Wenn es dir zu schnell war, Thorsten, dann wie gesagt ein Stück weit langsamer abspulen und dann hast du sicherlich auch. Letztlich hat jeder seine Vorgehensweise und ich glaube, es ist auch angekommen, was ich sagen will. Ja, es geht nur darum, dass wir uns mit dem Chart sozusagen auseinandersetzen müssen und anhand der theoretischen Erläuterung zuvor natürlich jetzt so ein gewisses Rüstzeug bekommen hat, um sich am Live-Chart zu agieren. Ja, ich meine, ich mache das seit vielen, vielen Jahren. Vielleicht ist es dafür mich auch ein bisschen einfacher, das ein oder andere im Chart dann sozusagen abzuleiten. Aber grundsätzlich haben wir alle die gleiche Price-Action vor Augen. Und unabhängig dessen, dass man auch fundamentale Züge mit einbauen sollte in den Chart oder fundamentale Hintergründe, ist natürlich der Chart für mich die preisliche Wahrheit. Und heute ging es um die Trenddefinition. Und wie gesagt, das Feedback ist, danke für den Hinweis, durchaus positiv, was ich bis jetzt hier einfahre. Am Markt muss man sich auch schnell entscheiden. Danke, Hans, ganz genau, Hans-Joachim. Man muss auch hier natürlich schnelle Entscheidungen treffen und welches Setup man da auch nimmt, ob man Markttechnik nimmt, Charttechnik, den Rainbow, welche Hilfsmittel auch immer. Ihr solltet euch aber vor allem darüber bewusst sein, welche Trendrichtung ihr spielt oder eben, ob wir hier in so einem seitwärts Klingelmarkt sind und da können wir uns auch gerne mal den Ölpreis kurz anschauen. Ja, der hat richtig viel Geld gekostet, vielen Marktteilnehmern zum Jahresbeginn, WTI, Öl, ja, gehen wir mal rein, wo haben wir es hier? Heute knapp 2% vorn, sehr, sehr bullisch. Ja, hier eine heiße Situation beim WTI-Öl. Hier hatte ich auch theoretisch eine Tendenz fallender Preise, lag ich mal vollkommen schief. Wir haben jetzt mit dem Hoch eigentlich die Situation wieder ein Stück weit umgekrempelt. Ich hätte den Ölpreis weiter schwach erwartet, lag hier falsch. Hier war ein Widerstandspunkt, hatte ich auch im Radar besprochen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist diese Phase hier oben. Ja. Mit Beschau des Charts, hier haben viele Marktteilnehmer sicherlich viel, viel Geld verloren mit dem Auftakt ins Jahr 2017. Das Seitwärtsgezerre hier, das war wirklich ein hartes Brett. Der ist weder nach oben raus noch nach unten raus. Und mit Betrachtung des Charts hat man hier dann spätestens nach 1, 2, 3 Fehltrades die Erfahrung gehabt nach dem Motto, ich halte mich jetzt hier erstmal raus und schaue mir das Ganze mal von der Seite an. Ja, also was passiert denn hier eigentlich? Wie kann ich mich hier positionieren? Oder bleibe ich erstmal weg, wenn er hier einen signifikanten Ausbruch nach unten oder oben macht? Und ja, dann kam hier mit dieser Kerze vom 8. März der klare, ja, nicht Fake-Out, sondern der klare Trigger nach unten. Und ja, der Markt ist weitergefallen. Ja, dann hier bis zu einem nächsten Level, wo man hier anhand der Kerzen
Lunden sozusagen sehr schön sieht. Ja, hier an dieser Kerze, dass das Level hier um 47,80 nicht uninteressant ist. Und genau das gleiche sieht man hier mit dieser Hammerkerze vom 22.3. und auch mit dieser Kerze vom 27.3. WTI, ja, wirklich Öl. Das ist interessant. Ihr seht es hier, der Markt wurde in diesem Bereich immer wieder gekauft. Und wenn man das eben sieht anhand des Charts, und dafür ist er da. Ja, wenn man es blau, so kann man es besser legen. Hier in diesem Bereich, dann hätte, wenn und könnte, klar, aber charttechnisch hier spätestens den Ausbruch über diesen Hochpunkt nach markttechnischen Strukturen kaufen müssen. Und ja, danach ging die Party erst nochmal richtig weiter und der Preis checkte dann hier nochmal in diese Widerstandszone ein, wo es zuvor schon Wochen, Schrägstrich, monatelang ein Seitwärtsgezerre gab und hier drehte der Markt wieder nach unten. Ist das ein Zufall? Viele können sagen ja, der andere sagt nein, letztlich charttechnisch hervorragend ableitbar an dieser Stelle, dass der Markt hier irgendwo ein bisschen die Kraft verloren hat und sich jetzt hier durchaus die Frage stellt, geht er jetzt nach oben raus mit diesen Kerzen hier, mit dieser Schwäche, die sich hier so andeutete, wohl kaum. Ja, ich hätte dann auch, und das sehen Sie ja sehr schön, nach diesem starken Rücklauf, nach dieser Umkehrkerze hier vom 5. Mai, hier gern in diesem Bereich drehen sehen. Ihr seht es an diesem blauen Tendenzpfeil. Ja, das ist im Prinzip genau der Punkt Prognose, den wir vorhin behandelt hatten. Ja, also hier gibt es die Idee, hier einen Short Trade zu starten. Der Markt hat mir hier keineswegs den Gefallen getan. Das wäre das kalkulierte Risiko gewesen, knapp 4,75%, 2,30 Dollar rund, die wären heute gerissen vor dem Hintergrund, dass jetzt mit dieser Kerze auch signifikant es so aussieht, als würde der Ölpreis hier wohl eher in Richtung 53, 50, 54 Dollar je Barrel als eben hier in Richtung 43, 50 tendieren. Weil hier eben einfach der Chart sagt, der Preis, die Price Action, hier kommt Momentum auf, hier ist Momentum aufgekommen. Also ganz klar. Das ist an dieser Stelle sehr, sehr interessant auch zu sehen. Ich hoffe, wie gesagt, liebe Marktteilnehmer, auch wenn es für den Thorsten zu schnell war, der hat sich auch schon verabschiedet, aber war trotzdem die ganze Zeit dabei. Freut mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte euch heute hier ein Stück weit was mitgeben in Sachen Chart Reading, Chart Lesen, Beschau der Märkte. Wie gesagt, lasst es euch auf wirken, lasst es auf euch wirken, arbeitet damit, nehmt das auf und freut euch nächste Woche auf unseren Live-Event mit dem Andreas Müller, mit Bernecker 1977 und auch auf viele andere Webinare, die wir noch folgen lassen werden und auch viele Trading Skills und Setups, die wir euch noch vermitteln werden. Und ich hoffe, ihr handelt bei JFD, denn hier wisst ihr, dass ihr in den guten Händen seid und wir euch hier nicht irgendwie ausziehen oder gegen euch handeln oder euch irgendwelche Fake-Preise übermitteln. Ich wünsche euch an dieser Stelle jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, für das reichhaltige Dabeisein. Wirklich toll, wenn man auf so eine Nachfrage stößt. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, positives Feedback gerne an den Kundenservice. Dann wissen die Kameraden und ich, dass es genau der Weg ist, den wir hier weiter gehen wollen mit euch. Und insofern, wie gesagt, support@jfdbrokers.de.com, whatever, freut sich sicherlich über Feedback. Ich sage danke fürs heutige Dabeisein, wünsche euch vorab einen Start ins wahrscheinlich stürmische Wochenende. Sonntag soll es wieder aufklaren, der richtige Start, um am Sonntag zu relaxen, um dann in den Montag in die neue Handelswoche zu starten. Vergesst nie eure Stops. Passt bitte auf, dass ihr am Markt nicht überhebelt agiert und vor allen Dingen schaut eben auf die Charts. Das ist sozusagen ein Wegweiser der Nachfrage, des Angebot- und Nachfrageverhältnisses und daran können wir uns orientieren, um sozusagen ein Stück weit zumindest hinter die Kulissen der Marktaction zu blicken. Also vielen Dank erstmal bis dato für das positive Feedback im Chat. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein tolles Wochenende nochmals und sende jetzt beste Grüße durch den Äther, euer Chris Kämmerer. Auf bald! Und viel Erfolg bei allem, was ihr vorhabt. Bis dahin, beste Grüße und tschüss.